Die politische Führung versammelt in Peking zum Gedenken an die Toten durch das Coronavirus und zur Ehrung der medizinischen Helfer. Landesweit halten die Menschen inne. 3 Minuten lang heulen Sirenen, Autos hupen, Menschen gedenken. Die Epidemie hat eine große Auswirkung auf die ganze Welt. Daran erinnern wir. Und daran, dass wir weiter vorsichtig sein müssen. Diese Geste ist wichtig. Ich bin Krankenschwester. Mich haben die Schweigeminuten sehr berührt. Die sogenannten Soldaten in Weiß haben nichts gescheut, um Sterbenden zu helfen und das Virus zu bekämpfen. Das beeindruckt mich sehr. Nach amtlichen Angaben starben infolge des Virus in China bisher 3.326 Menschen, die meisten davon in Wuhan. Dort gelten seit gestern wieder verstärkte Sicherheitsregelungen. Die Regierung hatte bei einem Test von etwa 14.000 Menschen 51 Infizierte festgestellt, alle ohne Symptome. Erst seit dieser Woche veröffentlichen die Behörden in China auch die Fälle von Corona-Infizierten ohne Krankheitszeichen. Im nationalen Fernsehen wird heute kein Unterhaltungsprogramm gezeigt, keine Serien, keine Reality-Shows. Die größten Internetportale zum Trauertag in China komplett in Schwarz-Weiß. Und damit zu Tamara Antoni nach Peking, die uns ein bisschen etwas darüber sagen kann, wie die Chinesen diesen großen Trauertag heute erlebt haben. Tamara, es scheint ja so, als habe China das Schlimmste überstanden. Also war dieser Trauertag heute so etwas wie der gefühlte Abschluss der Krise? Genau das hat uns auch interessiert. Und um einen Eindruck zu bekommen, haben wir diese Frage viele Menschen auf der Straße gestellt und wir waren doch etwas überrascht, dass wir von allen gehört haben, nein, es ist nicht vorbei, es ist noch viel zu früh, um abzuschließen. Einer hat es so gesagt, wir haben vielleicht 2/3 des Weges hinter uns gebracht, aber vor uns liegt noch eine lange, schwierige Strecke. Und dazu muss man wissen, dass sich China seit Mitte Januar mit dem Virus beschäftigt. Aber die Befürchtung ist groß, dass es noch eine zweite Welle geben könnte. Die Regierung veröffentlicht immer wieder die Daten von den Neuinfektionen. Und nun hieß es in den letzten Wochen immer, dass durch Menschen, die aus dem Ausland nach China eingereist sind, neue Krankheitsfälle bekannt geworden sind. Und dass eben die meisten jetzt Neuinfizierten solche Leute sind, die vorher im Ausland Kontakt hatten. Darum hat vor 2 Wochen die chinesische Regierung mit einer 48-Stunden-Vorankündigung die Grenzen vorübergehend für alle Ausländer dicht gemacht. Dass es eben noch nicht vorbei ist, das zeigt ja auch die Tatsache, dass in Wuhan wieder Sicherheitsvorkehrungen erhöht werden sollen. Sie haben das im Film eben kurz angedeutet. Was bedeutet das dort jetzt genau? Ja, immer noch, wie in dem Film gezeigt, ist die Stadt durchzogen von Straßensperren. Jeder Compound ist bewacht. Es wird überwacht, wer wohin geht. Und jetzt wurde eben durch diese Tests, die gemacht wurden, gestern noch mal die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren. Jetzt heißt es, nur diejenigen, die unbedingt raus müssen, die dürfen auch rausgehen. Und erst für nächste Woche ist quasi das Ende des Lockdowns bekannt gegeben worden. Wobei sowas kann sich auch immer wieder kurzfristig ändern. Aber bisher ist geplant, am 8. April, nächste Woche Mittwoch, dürfen die Menschen dann nach 76 Tagen im Lockdown überhaupt erst wieder die Stadt verlassen. Wenn wir aufs ganze Land gucken, da haben wir aus der Ferne so ein bisschen den Eindruck, China sei bereits zum Alltag zurückgekehrt. Gibt es denn noch weitere Einschränkungen im Leben der Chinesen? Ja, das Gefühl der meisten Leute hier ist, dass China noch einen weiten Weg von der Normalität von früher entfernt ist. Man merkt es vor allem auch im täglichen Leben. Alle Unterhaltungseinrichtungen wie Kinos, Theater, KTV, was hier sehr verbreitet ist, also die Karaoke-Einrichtungen, sind alle noch geschlossen. Eine Provinz hatte für ein paar Tage mal diese Einrichtung geöffnet, aber musste dann sehr schnell wieder alles schließen. Insofern, alles ist hier noch sehr gedämpft, alle sind sehr, sehr vorsichtig und auch die Wirtschaft ist immer noch am Schwächeln. Die Produktion ist zwar auf 80% wieder hochgefahren, aber gerade in dem Service- und Dienstleistungsbereich und bei den Klein- und Mittelständern, da ist es noch sehr, sehr schwer. Eindrücke zum heutigen großen Trauertag in China.